Das geschah beim letzten Mal. Wer ist er? Was will er von mir? Und so geht es weiter. Du hast mir gedacht. Kommt er nicht runter oder nicht? Ich sterbe innerlich gerade. Boah, Alter. Bricht er hier einfach durch die Wand. Besser weg hier. Ach was. Nee, vergiss es. Kommt er da einfach durch die Wand, ey. Mach mich herzkrank. Das Juwel rausnehmen. Kombinieren. Herzschlüssel. Nee, Stars-Abzeichen. So, und jetzt? Ja, in den 10, 14 Jahren, okay. Also ich könnte noch mal zu dem Tresor jetzt. Was war das jetzt? Die. Wo war denn das noch mit dem ja. 6, 2, 11. Das ist da oben gewesen. Oder? Ja. Hier kann ich auch den Hebel benutzen, ne? Ja, schon wieder. Ja.
nicht hier lang. Das Ding stirbt nicht. Alter, erschreck mich doch nicht so panisch, ey. Und du? Ich weiß nicht ganz, den habe ich nicht mehr auf dem Zettel, den Typen. Und keine Ahnung, ob man gegen den überhaupt was machen kann. So, ich habe jetzt die Marke. Was kann ich denn mit der Marke machen? Ach, das war der USB-Stick. Also zum Computer. Das Büro. Abst. Muss ich natürlich genau da wieder zurück. Na, super. Weiß da eigentlich, wo ich bin. So, was mache ich jetzt? Da war noch der Tresor gegenüber direkt.
6, 2, 11, 6, 2, 11. Hoffentlich ist was Feines. Mündungsbremse. Ja. Findet mich gerade nicht. Da komme ich nicht rein. Ach. So dunkel kann man weg. So, Schießstand könnte ich noch rein. Da muss ich aber an den blöden Hunden vorbei. Verschlossene Tür. Ach, dann bin ich da. Ganz nach oben kommen, bin ich da, dann. Okay. Wo sieht das überhaupt? Also ich muss in die Bibliothek zurück. Und die. Dinger da verschieben. Und bei meinem Glück kommt dann Karl Gustav wieder. Geht in diese Richtung, meine Güte. Sind echt Zombies? Gott, darf ich. Wo ging's da jetzt rein? Zum Uhrenturm. Muss ich ja auch hin, ne? Scheint da nicht reinzukommen. Schießpulver groß. Jawollo, und ich kann es nicht mitnehmen. Persönlich finde ich 10-mal besser als der Teil, den du vor ein paar Monaten gespielt hast. Von 2005 oder wann das war. Welchen? Das waren so ein paar mehr. Ich habe ja alles Mögliche an Resident Evil gespielt.
hier muss wahrscheinlich das große Zahnrad hin. Ist hier bewinkelt. Da muss das hin. Ist jetzt runtergekommen. Ach da. Der kommt jetzt hinterher, ne? Die muss ich noch zum Klingeln bringen. Achso, ne, hier ist das Kleine. Und das muss ich jetzt unten anbringen. Revelations, ja, das ist, ja gut, klar, ist ja auch 10, 11 Jahre Unterschied quasi. Das ist schön. Vielleicht bimmelt das. Und mir geht so die Pumpe gerade. Lässt er jetzt runter oder nicht? So, dann krieg ich das auch. Muss ich das wahrscheinlich jetzt oben wieder einsetzen? Okay. Oh, das passt doch bestimmt hier. Ja, passt das rein? Ja, doch, das passt. Okay. Jetzt bimmelt das gleich. Und dann krieg ich wahrscheinlich richtig Ärger. Hoffentlich muss ich darüber keinen Bericht schreiben. Das wäre mir so egal. Leider die grobe Befürchtung, dass der Typ gleich reinkommt.
es jetzt zweimal. Verpackte Silatone, verpackte Silatone-Teil. Okay. Okay, jetzt. Ja, da ist er hin. Halt. Wie kam ich denn hier nochmal komplett runter? Ich kenne ja nur. Wo bin ich denn wieder hochgekommen? Das war Erdgeschoss. Erdgeschoss. Hier. Hier, bei der Feuerleiter. Ich bin jetzt. Da, das bedeutet, wenn ich jetzt eigentlich nicht hier reingehe. Ist mir egal. So. So, jetzt sind wir wieder Hundis, ne? Und ich komme gerade mal hier weg, kann ich mal eben Schießstand. Den kann ich wegschmeißen, okay. Den kann ich also weg. Okay, dann die beiden weg, jawohl. Weg, jawohl. Platz machen quasi. Den soll ich jetzt noch entwickeln oder was? Oder sonst noch Vorstellungen vom Leben? Kraut und Film. Damit. Ja, jetzt mal wegen. Hab ich jetzt schon was zu? Falsch gelaufen, ne? Ja. So, ich muss jetzt da hinten hin. Genau, andere Seite. Ja. Hier laufen wir mal durch. Erstmal. Falls der Dicke uns noch verfolgt, kann der sich ja drum kümmern. Ganz böse Ahnung. Ich
Ich dachte jetzt eigentlich, das muss ich hier benutzen. Auspacken, natürlich. Ich fass mal deine Füße. Bin ich Elektriker oder bin ich Elektriker? von oben muss das kommen. Also. So bringt nichts. So bringt mir auch nichts. Dort, ich muss hier. So, so. So, ich muss da oben hin. Mal sagen. Titan, ja. Nicht Nemesis, sondern der Titan. Ach, Heilung, schön. Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Miststück. Gut. Was sind die hier? Hab's mir gedacht. Komm schon. Ja, mach mich nicht. Hey da! Gib's ihm! Wird langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Ich schätze, du hast die Karte? Ja, und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Wirklich? Wenn es gehört hat. Erst nichts wie raus. Der Typ ist jetzt... ist Toast.
Der Typ ist nicht mehr da. Wir sollten vielleicht das Tor aufmachen. Oder schon. Komm nochmal klar mit deinem Leben. Hast du die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. So, zwischendurch einfach mal Karte, wenn du auch die Sachen markierst, ne? Glaube ich. Rein. Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Okay. Böse. Böse. Ja. Gott, wasch dich mal, Leon. Du siehst ja aus. Das wäre ein Chaos. Mensch, guckst du dir leere Regale an? Das ist ja interessant. Langer Lauf. Ja, kannst du direkt mal hier kombinieren mit. Da hat die direkt mehr Wumms, glaube ich. Traurig, Waffenladen und nur 5 Schuss Munition. Nicht bewegen. Ich werde Ihnen nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Nicht mehr. Ada, lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Komm her. Okay? Verfluchten Dinger da draußen. Was tun die uns an? Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Hä? Sie war unser kleiner Engel. Mami schläft schon, Kleines. Okay. Ach, schon hart. Ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten.
solchen Menschen zu helfen. Dafür bin ich Polizist. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Ja, Gefahrensituation, rein da, Waffe schnappen. Nicht? Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Du hast keine Waffen mehr? Mann, oh. Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Naja. Das Virus ist ja nur schon mal verbreitet. Da bringt ja nicht mehr viel. Hier kommen wir zu Annette. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, danke. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Das war ein Resurgator. Den gab's bei den anderen Sachen nicht, glaube ich. Ich habe hier tatsächlich noch einen nicht entwickelten Film, den packe ich zur Seite. Vertauschen? Nee, Quatsch. Die beiden. Was war das denn noch hier? Ein schlüsselwichtiges Objekt, ja. Hm. Erstmal so hier auf. Kombinieren damit. Viel habe ich ja nicht mehr, ne? Ich glaube, ich muss mal eine Pause machen. Hilft alles nichts. Oh.